Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Mafia 3. Wir sind immer noch bei der Gewerkschaftserpressung und wir sind jetzt von da hinten irgendwo darüber gefahren. Also sehr weit war das jetzt. Und wir räumen jetzt hier auf. Sag ein, was man dir sagt. Ich will es nicht nochmal sagen müssen. Der macht ihn fertig! Guck mal her. Wir machen einen kurzen Prozess. Stirb. So, das war easy. Huh. Gott sei Dank. Die gehen hier echt krass um mit den Leuten. Nun, wo gehen wir denn jetzt hin? Na, dann arbeiten wir uns hier so vor. Dann gehen wir jetzt hier hin. Dann machen wir die Gewerkschaftermission gleich weiter. Wem. Yes. Ah, so läuft das gut, Leute. Jetzt mit hoher Geschwindigkeit dort rüber. Und uns die nächsten Menschen holen, die meinen, die Arbeitnehmer ausnutzen zu müssen. Und da sind wir auch schon. Pass auf! Du bist hier falsch, Freundchen. Entschuldigung. Dieser Wichser ist wohl geschäftlich unterwegs. Was willst du, Arschloch, wieder hier? Gleich geht's los, Jungs. Dann halt auf die laute Tour. Hilfe! Polizei! Hilfe! Verdammt, nein! Oh Gott, du bist tot und du merkst, jetzt hab ich dich, Großmaul! Sorry, Bitches. So. Das hätten wir auch ganz anders da lösen können. Egal. Ei. Ei.
Sesam, öffne die Tür. Oh, nice. Was war denn das? Da können wir mal wieder so einen Sensor dranbringen. So, und dann suchen wir uns das nächste. Gewerkschaft. Ein Freischaffender, der herumschnüffelt. Ja, dann fahren wir da jetzt hin. Und ich natürlich wieder ohne Regenschirm. So. Das spreche ich euch. Los hier. Entweder ihr Jungs bringt das in Ordnung oder die gesamte Gewerkschaft geht mit mir da. War das deutlich genug? Hab ich da irgendwas geworfen? Was auch immer. Gut. Links. Links, rechts, Kombi. Und rechts. Oh, Entschuldigung. Da sollen wir jemanden töten. Aha. Oh, ich gehe ja schon wieder. Hey Mann, das ist doch schon die ganze Woche die gleiche Leier. Hey, du, mach die Mücke. Komm nochmal her. Komm schon. Boah, das ist aber ein Brocken, ne? Jetzt sind mal zwei so Minikanonen. Sehr geil. Oh. Puh. Gab's hier noch was? Das war eh nichts mehr. Gut getroffen, also. Mit meinen Waffen, da richte ich nichts an. Ich sollte lieber gehen. Dann fahren wir doch einfach zum nächsten. Zu dem hier. Das ist hier fast nebenan. Ciao, Bitches. So, hier ist ja gar keiner. Hey, der ist unterirdisch. Schaut mal. Aha. So, ich dachte, wir hatten ja eben gerade einen Crash, leider.
Und ich dachte, ich muss jetzt den ganzen Kram nochmal von vorne machen, weshalb ich jetzt leider etwas vorgegriffen habe, denn wir sind wieder hier und dann habe ich plötzlich hier draußen gesehen, das Ding da ist schon in die Luft gesprengt. Das ist nämlich das, was wir als allererstes gemacht hatten für die Gewerkschaftsmission. Und jetzt sehe ich hier, dass wir hier irgendjemanden konfrontieren müssen. Ja, und deswegen habt ihr jetzt vielleicht ein bisschen was verpasst, aber nicht viel. Warum finden Sie diesen Pisser nicht? Aber es freut mich, dass ich nicht alles von vorne machen muss. Hast du den verstanden? So, der macht die Ausbildung sich bezahlt. Komm her, mein Freund. Wehr dich doch nicht. Entweder ihr oder dieser jämmerliche Greco tut es. Sein Gesicht ist aber übel. Aber nicht hier ist. So. Okay, dann haben wir jetzt das Gewerkschaftsding hier abgeschlossen. Ja. Na gut. Oh, das kann man Vito zuweisen. Sehr gut. Hey, yo, Vito, für dich. Schön, was am Hafen. Die Dockarbeitergewerkschaft ist am Start. Lass deine Jungs das handeln. Du hast diese Scheiße erledigt, hä? Gut so, Kumpel. Ich schicke ein paar Jungs die Wache halten. Schnapp dir das Lagerhaus und wir haben Greco. Ist ein Kinderspiel. Ja, das freut mich. Mich wundert zwar, dass ich die ganzen Missionen nicht nochmal neu machen muss, aber das hat er wohl dann gesichert. Also der speichert im Prinzip immer, nachdem man sowas abgeschlossen hat, von alleine. Oh, das ist gut. Dann weiß ich, dass das für das nächste Mal. Jetzt habt ihr das ganze Gemetzel nicht mitgekriegt, aber nein. Heute haben wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta, aber das war nicht immer so. Hoover hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum kein Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl 6 Jahre in Haft war. Der gute Vito. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war, obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Sal Marcano, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. Interessant. Auch mal was Faszinierendes. So, ich habe mir dann den Pickup da geschnappt. Den fand ich ja letztes Mal schon so cool. Okay, ja, dann, ja, machen wir jetzt hier diesen Schmugglerkram. Das gehört ja auch dazu. Dann machen wir erst den da, dann den da, dann den da. Für was steht das I? Story-Auftrag, auch Schmugglerkram. Das freut mich natürlich, dass ich das nicht alles neu machen muss. Aber wie gesagt, dadurch habt ihr leider... Du kannst das Überfallkommando als Verstärkung herbeirufen, wenn du unterwegs bist. Um das Überfallkommando herbeizurufen, wähle es im... Auswahl? Knete... Ah, so war das. Ich brauch Waffen! Ah! Mit der mittleren Maustaste. Und ich dachte immer, mit dem Telefon telefonieren. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Gott sei Dank! Endlich neue Waffen kommen. Waffenverbesserungen. Okay, ich möchte die Pistolen verbessern. Die will ich ausrüsten. Das ist die einzigste mit Schalldämpfer. Pistolenpräzision, genau, die kaufen wir einmal. Und die dritte Präzision.
Okay. So, okay, dann haben wir das einmal. Automatische Waffen und dann hätte ich Schrotflinte. Irgendwas Gutes. So eine taktische wäre eigentlich geil, aber die ist noch gesperrt. Präzision. Die ist ziemlich gut. Ah, die kosten aber alle einen Haufen Geld. Wow, Wahnsinn. Dann nehmen wir eine, die wir schon besitzen. Die da. So. Sprengstoff. Fahrzeugmodifikation. Nachschub. Aha. So, das kann man hier auch kaufen. Gut. Brauchen wir nicht. Das macht natürlich jetzt einiges leichter. Gott sei Dank. Ich dachte, ich muss jetzt hier immer... Was war denn das jetzt? Ich dachte jetzt, ich muss jetzt immer hier mit so komischen Sachen rumkämpfen. Oh, das freut mich jetzt. Sehr schön. Doch bin ich sehr stark geworden. Ich kann jetzt sogar hier Verstärkung, bitte. Fahrzeuglieferung. Hier, Übervölkerung. Obama ist hochgeknallt. Die italienische Brüder sind bereit für die etwas. Für dich etwas Prügel auszuteilen. Mhm. Was ist das hier? Jeden Wagen. Entfernt blaue Fahndungszone. Kleine. Aha. Okay, also ich kann nur die hier jetzt holen. Eingefallen. Nö, brauchen wir jetzt glaube ich nicht. Sicher, dass ich was gehört habe. Meine Brieftasche fühlt sich ziemlich leicht an, Leute. Kann sein, dass ich es nach dieser Runde packe. Scheiße! Das war nicht der Plan. Ich werfe einen Molotow! Rückendeckung. Du hast dich mit dem falschen Weiß angelegt. Gutes Jahr, wenn du hast deine Frau! Weg hier! Die Idioten. Ich gehe in Deckung. Warte seinen Arsch im Feuer. Totes Arschloch auf 12 Uhr. Hohoho. Zeug, ruft die Bullen. Das muss ich leider aufhalten. Anzünden werfen, Junge. Jetzt brennt es richtig. Schnappt euch die Stelle. Jetzt habe ich ja zwei Schrotflinten. Noch ein Bulle rufen. Tut mir leid. Kann ich nicht erlauben. Von uns erwischt. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich.
Habe ich aus Versehen rausgeklickt, wie ich das gemacht habe, weiß ich auch nicht. Gute Nacht, Kumpel. Ich glaube, das war's auch schon. Jetzt habe ich schon wieder rausgeklickt. Was ist denn da jetzt los? Was mache ich denn da? Keine Ahnung. Jetzt. Bam. 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 So, ich würde sagen, aufgeräumt, Pustekuchen. Jetzt muss ich aber hier meine Munition irgendwie wieder in Ordnung bringen, weil irgendwas ist da schiefgelaufen. Kannst du mir eine Nachschublieferung nach River Rose schicken? Komme schon, nur einen Augenblick. Kleiner Rennflitzer. Irgendwas dabei, vielleicht zeig, was du auf Lager hast. So, also ich, scheinbar ist die Flinte im Bereich. Wo man normalerweise die Schrotflinte hat. Seltsam. Tatsächlich. Müssen wir ja irgendwas anderes nehmen, irgendwas Schweres. Das würde gehen. Dann machen wir das da. So, ich habe jetzt das Problem wieder behoben. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe ja zwei Bildschirme. Das Problem ist, war gewesen, wenn ich zu weit links rüber gegangen bin, bin ich auf den Desktop gekommen. Ich habe jetzt einfach mal kurz Vollbildmodus aus und dann wieder angeschaltet und dann war es wieder in Ordnung. Das ist natürlich doof, das darf nicht sein, dass da jedes Mal das Spiel rausspringt. So, okay. Machen wir gleich den nächsten, oder? Uah. Sehr krass im Heck geschwungen. Komm her. Erzähl mir, was im Rose Lagerhaus los ist. Go schnell, bevor die Bullen da sind. Ich weiß, wo sie verschleppt werden. Die Bullen kommen. Meine Crew meldet sich. Oh, Playboy-Heftchen. Ja, Glück gehabt.
hier werden sie uns nicht finden. Okay, ja, dann haben wir den schnell mal befragt, so eben gerade, so nebenbei. ich habe zwar fast nichts mitbekommen. Gut, hören wir mal jetzt den hier. Holen wir erstmal irgendwas Fahrbares. Sonst immer stehen die ganzen Höhen da hinten. Stehen die Höfe immer voll mit Autos. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. So, ist ja auch nicht weit. Fahr halt, dann wäre da gar nichts passiert. Manche. Wahnsinn. Heldenhaft. Wie kann man sich so hinstellen? Hier ist ja niemand. Hier ist ja keiner. Doch, da war jetzt einer. Zumindest hat da irgendjemand geredet. Nur die Frage, wie man da reinkommt. Ah, hier. Haupteingang. Hey, hier ist wirklich keine Menschenseele drin, habe ich das Gefühl. Einfach aufmerksam bleiben. Schenkt er dir was zum Geburtstag? Nein, aber er ist unser Boss. Und ich denke, es kann nicht schaden, sich gut mit ihm zu stellen, oder? Klar, und dann darfst du ihm vielleicht die Hose runterziehen und ihm ein bisschen den Schwanz lutschen. Sagst du, dass ich eine Schwurkel bin? Ich wollte dir nur was klar machen. Er soll doch nicht denken, du wärst ein Arschkriecher. Warum sonst schenkt man den Leuten etwas? Weil sie deine Freunde sind. Weil du sie magst. Weil du ihnen eine Freude machen willst. Du willst mich verarschen, oder? Nur ein bisschen. Gar nicht jemand keinen mögen kann. Na komm her, Pfiffi. Na komm her. Ja, so liebe ich das Spiel. Und Schnitt und aus. Ja, wir sind am Ende dieser Folge. Morgen? Morgen? Morgen geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, kleinen Like da lassen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.